Trotzdem werden sie krank. Was ist das denn hier? Ach, das ist eine Karte. Comstead. 4896 Tote. 10.000 Tote. Ich glaube, das ist London, oder? Ich kenne mich echt nicht aus. Ich war noch nie da gewesen. Klicken wir es mal an. Oh, kann man nichts anklicken. Okay. R1, R3, 4, 2. Sind da die Bomben gefallen? Erwarten wir noch... Okay, es wird London sein. Westminster sinkt. 6.000. In Hounslow sind die meisten. So. Wir können hier hinten weitergehen zum Air-Cooling-Raum. Emergency Exit Only. Ja, wir haben gerade keinen Notfall. Erstmal wieder Licht an. So. Bitte was? Was war das denn gewesen? Was? Aha, okay, das hat mir jetzt nicht sonderlich gefallen. NBC Suit Safety Guidance. In the event of a nuclear radiation leak, the following items are required to complete protection. Checklist of components. Protecting clothes. NBC Suit meets NFPA 1984, including gloves, gloves, boots and hood. In the hood. Respiratory equipment, gas mask, radiation detector, Geigerzähler. Protecting provide highest available level of respiratory skin and eye protection from solid, liquid, nuclear and gasoline chemicals. And ensure suit integrated has not been compromised by wear and tears. Tear rips and puncture before use. Ensure all zips and fasteners are sealed before entering contaminated area. Okay. Also, da war unsere Checkliste. Ich vermute mal, da wird der Geigerzähler drin sein. Wir müssen uns aber erstmal unseren wunderschönen Suit hier anziehen. Suit up nennt man sowas heutzutage. Das haben wir gelernt von Barney Stinson. Ja, es guckt dir keiner zu. Glaub mir, das will niemand sehen. So. Das haben wir schon mal. Dann brauchen wir noch unseren Geigerzähler. Das wird er wohl sein, ja. Ich weiß zwar nicht, wie viele Geigen der zählt, aber... Soweit war es das, ne? Schön. Haben wir es jetzt an? Emergency access only. Mal sehen, was da ist. Nein, haben wir nicht an. This door only opens in an emergency. Wir haben noch einen Notfall. Die Luftversorgung ist ausgefallen, also bitte... Store opens only in the emergency, ey. So, wir haben jetzt unsere Sachen. Wir haben sie halt nur noch nicht angezogen. Aber Müller vielleicht zurück in seinen Raum oder so. Ich bin mir nicht sicher. Was für Flashbacks, die er hat. Ist doch nicht normal. Jetzt haben wir uns also angesuited und gehen auf Level 4 runter. Voll Fallout-mäßig. Ich weiß auch nicht warum. Level 4. Oder Level 4. Alter, mit Level 4 haben wir diesen Anzug bekommen. Geil. Als nächstes lernen wir den Donnerschlag. Ich weiß es genau. Fire Door. Keep shut. Ja, ja. Na, es sieht ja super aus hier drinne. Na, es geht noch. Das ist eine Nebelmaschine. Disco hier gleich. Das Licht flackert. Nebel. Geil. Uts, uts, uts. Oh.
Was zur Hölle sollen wir denn jetzt hier reparieren? Was stellt er sich denn vor? Okay, wir haben da hinten eine Leiter. Wir gehen erstmal in den Raum rein. Vielleicht finden wir eine Anleitung oder sowas. Und Licht. Klink. Ah, Licht. Computer? Sag mir, was geht ab? Critical fail detected. Main air filtering system status activated. Filter Effektivität 71%. Filter broke or obstructed. Replace filter immediately. Disconnected pressure at main valve before connecting. Backup air filtering system. Status offline. Filter Effektivität 0. Ja, also unser Backup Filtersystem ist zerstört. Und unser anderer Filter liegt erst, liegt schon bei einem, oder die Effektivität liegt gerade mal bei 71%, so ist richtig ausgesprochen. Und wir sollen den Filter, naja, erneuern. Dafür müssen wir das ganze System einmal kurz abschalten. Enter. Sehr schön. Was man alles mit der Enter-Taste auf dem Computer machen kann, ist ein Traum. So, was haben wir hier noch? Air Filtration Unit Check, Day 18th of October 95. 1611. Check by PJT. Main filtration unit running okay. Cleaned out and replaced filters. Check back up just to be sure. Readings are a bit high, but Frank says no need to replace at the moment. Probably just as well. I'm concerned about our stock level of filters for the main unit. We're chewing through them a lot faster than spec says, due to higher outdoor rad than expected. Frank says he'll have a word with Bishop about stocks and sorting out the backup longer term. PJ. Die Stimme war super. Gut, also. Oh, da ist noch eine Schublade. Eine nur von den vielen. Oh, eine Puppe. Es ist Jürgen. Der Doktor, der Ingenieur. Fixed all the problems down in the scary levels. Wird das hier überhaupt mehr? Sam, Doktor, Commissioner, Mom. Drei fehlen uns noch. Und hier haben wir noch ein Ingenieur-Power. Accident report. Date 12th of August 92. 1910. Filed by F. Hurley. Ran scheduled test of backup filtration unit. Rad levels way too high on output. Over 500 rem. Red lights across the board. Thought it was a duff filter. Tried a new one. Same. Sacrificed a Geiger. Stuck it on a rod and ran it round inside the casing. We've got contaminated dust clogging the lower X duct. God knows how it got in. Might be a hairline, or maybe the filter just couldn't cope with the levels being so much higher than we expected. This is really, really bad. Without taking this apart, cleaning, resealing, and decontaminating the whole thing, it's useless. We have no backup air filtration system. But I can't see how we can do it. We don't have a clean space to do this in. Bishop just shrugs pretty much. Keep it quiet, Frank. You'll only worry people. For fuck's sake. What else isn't he telling us? Okay, dieser Bischof scheint irgendwas zu verschweigen. Das merken hier scheinbar alle in dem ganzen Bunker, dass dieser Bischof irgendetwas verschweigt. Irgendwie lügt der Typ. Das Backup-Filtersystem ist schon seit einer Weile scheinbar kaputt und sie können es nicht reparieren. Und es ist ein bisschen doof, dass das hier ein bisschen überblendet ist. Ist schade. Ich hätte es gern mit meinen Augen mitgelesen, dann verstehe ich ein bisschen mehr, als wenn ich nur zuhören muss. Also, das ist ein bisschen unglücklich gelaufen, aber naja, das Backup-Filtersystem ist schon kaputt und der Bischof da, schöner Name für den Chef, Bischof, also ich bestimmt selbst gegeben, der versteckt uns irgendwas, den kann man nicht vertrauen. Gut, wir wissen, was zu tun ist. Wir gehen mal hier hinten hin. Ich glaube, wir sterben gerade, oder? I need to turn off that sticky. Schön. Wie er einfach in den Steam gelaufen ist. Komm, weil wir es können. Ja! I can't see anything.
Ah, Entschuldigung. Ah, okay, Leiter. Achso. Hier hinten ist sogar noch mehr als nur die Leiter. Oh Mann, ist das laut jetzt hier gerade. Leiter. Da oben ist das Main Pressure Valve. So, dann drehen wir das mal aus. Na, hoch da. Du Dackelnase. Gut, dass die Leiter da schon steht. Scheint öfter so zu passieren. Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ich krieg's hin. Komm. So. Gott sei Dank, endlich ist Ruhe hier. Jetzt können wir da auch endlich lang. Ohne, dass wir uns im Steam baden. Nur weil wir das Spiel auf Steam gekauft haben. Gut, das Ding haben wir. Er atmet sehr schwer. Da können wir nichts machen. Da hinten haben wir noch was. Da haben wir was. Was ist das denn? Wunderschöne Gerümpelkiste. Wir können nichts machen? Sehr enttäuschend. Die Gerümpelkiste interessiert uns also nicht. Was haben wir hier? Mach mal auf da. Sollst du nicht immer nur die Sachen angucken? Du sollst ja auch was öffnen. Klar, da steht Radioaktivität hinter. Vielleicht sollte man es nicht unbedingt öffnen, aber... Da können wir was machen. Na endlich. Das ist ja furchtbar sein, geatme. Mach mich ja ganz rollig. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier gerade machen. Ich glaube, eine Tür öffnen, ja? Eine Klappe öffnen, okay. Oh, unser Geigerzähler schlägt aus. Der sieht kaputt aus. Der sieht aus, als ob der replaced werden muss. Es geht nicht anders, wir müssen das machen. Ja, der Filter sieht scheiße aus. Der könnte besser sein. Ich geb's zu. Okay, wir müssen jetzt hier hin, glaube ich. Da haben wir nämlich einen neuen... Was? Oh, was? I need to get rid... Wo? Hier? Achso, da schmeißen wir die radioaktiven Filter rein, oder was? Wir machen also einfach die Klappe auf, weil die Radioaktivität ja in dem Raum bleibt. Finde ich gut, finde ich nett von der Radioaktivität. So. Ja, dann nimm mit. Wir haben sogar noch einen, also es könnte nochmal passieren. Schön, wie er es noch in die Kamera hält, dass er auch wirklich sauber ist. Gut, dann fixen wir das mal. Ich weiß nicht, ob wir noch den anderen auch noch replacen müssen. Verrecken hier langsam an der Radioaktivität. Ah, der Filter hat das alles. Sehr schön. Bin sehr stolz auf unseren Filter. Schließen wir noch ganz schön ab. Es sieht auch alles sehr haltbar aus, muss ich sagen. Da kommt keine Radioaktivität durch. Ja, das kriegen wir hin. Dann müssen wir nur wieder zu der Leiter hier hinten zurück. Nochmal zu der Leiter. Warte mal, ist da noch irgendwas? Haben wir hier irgendwas vergessen? Weil in diesem Bildschirm haben wir bis jetzt nämlich noch nichts gemacht. Okay, vielleicht sollten wir ihm mal wieder die Luft geben. Ich bin mir nicht sicher. So, Leiter. Was macht denn der da? Kann er keine Leiter klettern oder was? Pfeife. Wer macht denn auch das Main-System da oben hin? Ganz ehrlich. Die Engländer wieder mit ihren komischen Konstruktionen.
Ja, das war's, war. Ende aus Mickey Maus. Schnitzel ist paniert, würde ich mal sagen. Tja, wir haben uns wohl den Arm gebrochen. Scheiße. Komm schon. Komm, nur noch ein Level. Ich weiß, es gibt keinen Fahrstuhl, Treppensteigen ist scheiße, aber Alter, so schnell kann ich gar nicht klicken. Kann denn mal jemand bitte die Sabber abwischen? Das ist ein bisschen ekelhaft. Entschuldigung. Das sieht gut aus. Das ist nicht so schlimm. Das ist nur der Knochen, der da rausguckt. Das ist nicht so tragisch. Es geht noch. Das verheilt wieder. Mit einer Hello Kitty Pflaster ist alles wieder besser. Ja. Scheiße. Wir haben uns also jetzt den Arm gebrochen. Warum bricht sich jeder in meinen Spielen den Arm? Das war schon bei Ian Ice so. Der hat sich den Arm gebrochen, weil er runtergefallen ist. Jetzt er, weil er runtergefallen ist, bricht er sich den Arm. Liegt das an unserer Spielweise? Okay, wir brauchen Morphium. Ist das Morphium? Das ist Sauerstoff. Geil, Alter. Erstmal voll durchzecken. Bist du auch sicher, dass das nicht an 14 angeschlossen ist? Wie sollen wir uns denn jetzt erstmal richten? Ich meine, unser Knochen guckt aus dem Arm raus. Also bitte. Ja, danke für die Nahaufnahme. Fass das nicht an, Alter. Oder ist das nur ein Stück. Ist das nur ein Stück Holz, was in unseren Arm steckt? Muss ich hier, so, ich muss es anfassen. Wir können es uns auch noch ein bisschen angucken, für die Leute, die das nicht sehen können. Bitte. Ich habe damit kein Problem, aber falls das irgendjemand nicht sehen kann, da habt ihr. Es wird noch besser bestimmt. Oder ist das doch nur ein Splitter, der uns im Arm hängt? Nein, es war der Knochen, den er sich wieder reindrückt. Leaks like a sieve. It was built by the lowest bidder.
No one thought there'd be a real war. I know Bishop said that we'll be safe here, but honestly, George, do you believe him? I'm sorry. No, don't worry. We've all been under a lot of pressure. Margaret, where's the Lindane ointment? Vet top left. You and Evan had it for Mrs. Harrison. Yes, but there were two unopened bottles there on Monday. We have to keep on top of the stock. We can't have... What is it? Nothing.